Regionale Nachrichten in 100 Sekunden. Präsentiert von der Aargauischen Kantonalbank, der CSS-Versicherung und Toyota im Emilfrei Autocenter Safenwil. Grüezi miteinander aus dem Newsroom vom Zabiger Tagblatt zu 100 Sekunden. Kurznachrichten aus der Region im Überblick. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle zum Murgental hat das Messgerät einen Automobilist mit 109 Stundenkilometer erfasst. Auf der Innerortstrecke gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometer. Der Lenker, ein 23-jähriger rumänischer Tourist, mit der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung der sogenannte Rasertatbestand erfüllt, hat die Kapo Aargau die Bearbeitung übernommen und hat die Staatsanwaltschaft Zofingen Kulm eingeschaltet. Die Papiersammlung zur Arbeit vom Dienstag, 15. Dezember, ist abgesagt. Die Schulleitung hat sich dazu entschlossen, weil nicht alle Corona-Schutzmassnahmen eingehalten werden können. Unter anderem wäre es schwierig, den Abstand einzuhalten und die Durchmischung der Klassen zu verhindern. In Großbritannien werden die Menschen bereits gegen Corona geimpft. In der Schweiz soll das ab Januar 2021 passieren. Die Meinungen zur Impfung gehen auseinander. Während die einen finden, dass eine Impfung ein Akt von Solidarität ist, fürchten sich andere vor den Langzeitfolgen, die noch nicht erforscht sind, wie eine Umfrage vom Zofinger Tagblatt zeigt. Im ZT von morgen lesen ihr dazu ein Pro und Contra vom Chefredakteur Philipp Pfister und der Redaktorin Janine Müller. Die Luzerner Regierung hat die Verordnung über HRTV-Massnahmen für Luzerner Unternehmen verabschiedet. Damit hat sie die Voraussetzung für finanzielle Unterstützung für Unternehmen, die besonders hart von der Corona-Krise betroffen sind, geschaffen. Ab dem Dienstag können Unternehmen mit Sitz im Kanton Luzern HRTV-Gesuche einreichen. Mehr News und weitere Themen aus der Region lesen ihr in der gedruckten Ausgabe vom ZT und natürlich auf zofingertagblatt.ch. Adi miteinander. Informiert in 100 Sekunden. Aktuelle regionale Nachrichten direkt aus dem ZT Newsroom. Ist Ihnen präsentiert worden von der Aargauischen Kantonalbank. Am richtigen Ort. Der CSS-Versicherung. Ganz persönlich. Und Toyota im Emilfrei Autocenter Safenwil. Mit Emilfrei zu Ihrem Traumauto.